Sie stehen bereit. Bereit für den überfälligen Kampf, meine Damen und Herren. Willkommen zurück. Wir sehen unsere Milizen hier auf dem Weg nach Goldhof. Da kommt noch jemand angelaufen. Ja, der soll natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Wir haben 72 Mannen an der Hand, voll ausgerüstet. Bewegen Sie sich direkt zu Beginn dieser Folge hier nach Goldhof, um dieses Lager hier hinten auszuradieren. Und wir werden das angehen in der Hoffnung, von hier irgendwo zuschlagen zu können. Starten sofort rein in die Folge, denn diese Armee soll keine Zeit verlieren. Die haben ein paar Meter zu gehen. Oh, laufen die? Moment, das müssen wir natürlich unterbinden. Gerade mal schauen. Nee, die sollen bitte nicht laufen. Das ist ganz wichtig. Und auch die sollen nicht laufen. Wobei das da die Bogenschützen sind. Eine Weberei ist fertig. Sehr schön. Wir gehen, während die marschieren, vergessen wir nicht, die haben nämlich gar nicht mal so einen weiten Weg. Wirklich nicht. Wir gehen ganz kurz zur Weberei. Und sehen eben dort, dass wir eine Familie dort arbeiten lassen können. Harrende Dinge, die da gleich kommen. Schafszucht müssen wir uns auch anfreunden mit. Und diese Weide müssen wir ansehen. Aber alles nach dem Kampf. Ganz, ganz wichtig. Der ist jetzt hier maßgeblich. Wir spulen mal ein bisschen vor und gucken, ob und wann die sich hier hinten in Bewegung setzen. Denn die schüchtern unser Dörfchen maßgeblich ein. Hofstätte der Stufe 1 in Goldhof ist fertig. Das nimmt die Obdachlosigkeit. Da sind es nur noch zwei. Die rufen schon jetzt Time for War. Aber den sehen die noch nicht kommen. Brunnen in Goldhof fertig. Ah, sehr gut, das gibt uns Wasser. Und sobald die sich in Bewegung setzen in unsere Richtung, werden wir hier entsprechend auch tätig werden. Es kann nicht mehr lange dauern, denn da hinten kommen die jetzt schon. Es gibt dann irgendwann, jetzt gibt es das Go, 15 Mannen marschieren los, haben uns entdeckt, was ich immer ein bisschen aberwitzig finde. Aber jetzt können wir das Ganze dann doch einigermaßen gut steuern. Bogenschützen bitte hier hin, die anderen Kämpfe nach vorne. Diesmal sollte das eine ganz klare Nummer für uns werden. Neue Söldnerkompanie verfügbar. Hier mangelt es uns übrigens ein bisschen an Brennstoff. Das sollten wir wirklich als Thema haben. Die Brennholzhütte hat aber eigentlich einen Arbeiter. Hat er auch einen Arbeitsbereich? Geben wir ihm hier gerade mal noch zwischen Suppe und Gemüse. Es gibt ein paar Personen, die warten. Weil das ist natürlich wichtig, dass wir Brennstoff für den Winter haben. Bogenschützen. Wir dürfen gerne angreifen. Hier hinten kommen sie. Und dann müsste das eigentlich schon passen. Können die schon schießen? Ja, so ist es. Und die sollen bitte nach vorne laufen. Und zwar wirklich laufen, damit sie noch rechtzeitig kommen. Und nicht die Bogenschützen als erstes eingestampft werden. Tigern die jetzt hier durch den Schuss durch. Ist natürlich auch selten doof. Bitte nach vorne rennen. Ja, die gehen nämlich auch nach vorne. Oh, das gibt einen schönen Kampf. So, und dann pausieren wir wie so oft. Und nehmen unsere Bogenschützen und ziehen die zur Seite. Das sollte sich jetzt auch relativ zügig ergeben. Da sind es nur noch 13. Nach meinem Dafürhalten können wir jetzt schießen. Wir müssen noch ein bisschen zurück. Aber dann fallen sie wie die Fliegen. So meine Hoffnung. 11. Die flüchten doch gleich. Die ziehen das doch nicht bis zum Ende durch. 10. Können wir die Geschwindigkeit mal vervierfachen. Ja, und da ist es schon. Sehr schön. Da ist der aufgebende Moment. Wir nehmen unsere Speerkämpfer-Miliz, die hier hinten das Lager ausnimmt. Und die Bogenschützen schicken wir schon zurück. Während wir schon Oktober haben übrigens. So, dann müsste die Problematik doch hier jetzt wirklich gewuppt sein, oder? Also davon kann man jetzt doch einfach mal ausgehen.
Hier fehlt noch Holz. Wie viel Bauholz haben wir denn noch? 16. Hier müsste dann noch eine Familie tätig werden. Und wenn wir dann irgendwann die Zufriedenheit da haben, dann können wir natürlich auch noch damit agieren. Also nochmal, Brennholz ist das Thema. Ist da jemand jetzt dran? Fällt ein Baum. Ja, wunderbar. Das ist ein bisschen Weg, aber es orientiert sich ja irgendwann alles hier rüber. Wir spulen kurz vor, denn wir nehmen das Lager aus. Gibt übrigens einen guten Boost sicherlich, was das Regionsvermögen anbelangt. Einfluss ist gut. Gibt es noch eine Region, die noch unbeansprucht ist? Ja, tatsächlich. Also dahingehend haben wir jetzt auch nochmal agiert. Um die letzte Region hier zu beanspruchen. Und dann eine neue Nachricht. Ressourcen in die nächste Stadt schicken oder in die Schatzkammer? Nee, die nächste Stadt kann es echt gut gebrauchen. 219 Regionsvermögen. Wahnsinn. So, und die gehen jetzt auch zurück. Bitteschön. Abmarsch. Ihr dürft auch gerne laufen. Die dürfen auch laufen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Regionsvermögen gestiegen. Sehr, sehr gut hier an der Stelle. Jetzt bitte natürlich der Ochse entsprechend unterwegs. Frage ist, wo ist der? Wo holt ihr denn jetzt die Hölzer? Das ist ein guter Weg. Ich glaube, wir haben halt hier gibt es doch Holz in unserem Lager. 8-mal Bauholz, davon kann man sich's ruhig nehmen. Naja. Harren wir der Dinge. Hier ist sogar noch eine Familie drin. Ach so, die ernten hier noch ab, oder was? Das ist halt ein üppiges Vorkommen. Das sichert uns so ein bisschen den Winter. 7 Monate Nahrung. Die Frage ist, können wir diese Miliz jetzt schon auflösen? Dann gehen die doch automatisch nach Hause, oder? Hier, die können wir erst auflösen, wenn sie zu Hause sind. Ja, die gehen jetzt wieder ihrem Job nach. Alles gut. Und wir schauen mal in Richtung Sonnenquell. Sonnenquell ist insofern interessant, als dass hier geerntet wird. Hier gibt es relativ viel an Weizen. In der Windmühle ist irgendwie noch nichts aktiv. Die warten alle noch. Im Prinzip muss das doch jetzt der nächste Schritt sein, oder? Bauernhaus, gerade mal gucken, ob wir hier noch irgendwas einstellen können. Arbeitsbereich ist klar. Nö, hier können wir noch Vieh zuweisen, aber ansonsten nichts dergleichen. Hier im Speicher haben wir Gerste. Gerade mal gucken, Gemeinschaftsofen. Da können wir mal noch eine Familie oder zwei reinbringen. Mehl und Brot. Melzerei, packen wir auch mal noch eine rein. Und hier haben wir übrigens Malz. Was haben wir da? Brennstoff geht zur Neige in Goldhof. Ja, alles gut. Ich glaube, hier hatten wir schon Gerste, weil hier ist jetzt Malz. Das Thema ist, dass wir hier Regionsvermögen brauchen. Und deswegen kümmern wir uns um etwas, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben hier die Schafszucht. Das Problem ist, wir haben keine Schafe, so gehe ich wahrscheinlich von aus. Und wie kommen wir jetzt an die Schafe? Haben wir uns die damals irgendwie bringen lassen in der alten Region? Wir haben halt kein Regionsvermögen. Das ist echt so ein Graus. Und umverteilen geht halt noch nicht. Ah nein, aber ich entsinne mich gerade. Ich habe es mir eben nochmal überlegt. Das Thema ist ja, wir brauchen den Viehhandelsposten. Und den können wir uns jetzt natürlich hier holen. Ich weiß gar nicht, ob wir den nicht hier schon sogar irgendwo haben. Ne, das ist die Packstation, Handelsposten, Speicher. Ich glaube, den haben wir noch nicht mal, den Viehhandelsposten. Den könnten wir mal setzen. Das hilft uns aber nichts, weil uns die Esel auch Geld kosten werden, was wir nicht haben. Ah, das ist alles sehr, sehr ärgerlich. Das heißt, das wird unser Problem hier auch nicht lösen mit der Bekleidung. Wir müssen an die Leinen oder das Leder. Boah, ist das ärgerlich. Also wir machen das jetzt wie folgt. Aber wir haben uns doch was schicken lassen, oder? Gucken hier mal gerade. Wir wollen ja
Was haben wir da oben verschickt? In einer unserer Folgen haben wir doch gesagt, in der Packstation, wir schicken Leder nach Sonnenquell und wollen Bären. Müssen wir das Gleiche hier drüben irgendwie einstellen? Gucken hier mal aufs Leder. Irgendwo wird es ja sein. Naja, und damit der Tauschhandel zustande kommt, müssen beide Seiten was tun. Das ist klar, wir gehen auf die Bären. Und dann sollte es doch eigentlich funktionieren. Haben wir hier irgendwo etwas, wo es schon rund geht in Sachen Bekleidung? Kann ich das über den Marktplatz mir angucken? Wir haben nirgendwo... Nee, nichts dergleichen. Hier haben wir auch nur die Beeren. Wir brauchen noch große Gemüsehöfe zu gegebener Zeit. Ah, die haben wir schon angelegt, ne? Ja, ich entsinne mich. Fehlt natürlich nur noch das Geld hier, um den Gemüsegarten anzulegen. Ah, es ist wirklich... Es ist sehr, sehr zäh, weil ich hier irgendwann mal Geld ausgegeben habe, was wirklich dämlich war. Nahrung reicht für 3 Monate. Das ist nicht viel. Tun gut daran, Brot zu machen hier in der Region. Aber noch passiert dergleichen nichts. Windmühle ist noch still. Und eigentlich müssen ja hier genug Familien arbeiten. Holen hier mal noch eine ran. Was machen die denn jetzt? Pflügt händisch. Die sind alle am Pflügen. Kann das sein, dass ich dann hier eventuell noch im Speicher noch mehr Familien brauche? Nehmen wir mal hier eine raus. Ja, wir geben mal ein paar große Speicherfamilien rein. Weil hier werden schon die Felder bestellt, ne? Vorräte von Banditen gestohlen, das geht. Ist nicht so schlimm. Nicht so viel vor allen Dingen. Und jetzt müsste übrigens auch wieder diese Einheit hier zu Hause sein. Noch nicht? Ernsthaft, so langsam sind die? Na, lauf doch mal. Und wenn alle zurück sind, dann können wir sie auflösen. Handelsposten in Eichenhau fertig, sehr gut. Die haben auch Geld übrigens. Da können wir uns gleich mal dran begeben. So, jetzt ist die Einheit hier wieder aufgelöst. Das ist gut. Und dann gehen wir nach Eichenhau. Das ich ja so gerne irgendwie vernachlässige. Was haben wir denn hier sehr viel? Wir können mit Stein handeln. Boah, wir haben viel Fleisch. Das ist nicht verkehrt. Hier kommen wir 18 Monate hin mit der Nahrung. Das ist ja Wahnsinn. Großes Lagerhaus. Viehhandelsposten in Sonnenquell ist durch. Wie gesagt, da können wir natürlich nur nichts gerade machen. Können uns vor allen Dingen nichts kaufen. Keine Schafe. Na, 30 kostet uns das. Wir versuchen es trotzdem mit einem. Na, das wird nicht funktionieren. Aber jeder Handelsposten, der ist es jetzt eigentlich. Frage ist, was wollen wir hier verhökern? Fleisch ergibt noch keinen Sinn. Eigentlich auch nichts, ne? Was haben wir denn hier? Wir haben hier sehr viel Häute. Helfen die Häute eigentlich nicht bei der Bekleidung? Gerade mal überlegen. Ich weiß es nicht. Eine neue Familie ist eingezogen, nehmen wir gerne hin. Müssen wir gleich mal drauf achten, wie die Verhältnisse sind. Oh, hier sind wir maxed out, deswegen wachsen wir nicht. Nee, ich glaube, nur heute sind kein Thema, ne? Gerade mal kurz gucken. Arbeiter gerben heute in der Gerberei und stellen Leder her.
Das hilft uns natürlich drüben auch nicht. Das ist ja das nächste Problem. Wir haben zwei Probleme hier drüben in Sonnenquell. Uns ist dieses Vorkommen des Wildes abhanden gekommen. Und wir haben kein Regionsvermögen momentan. Deswegen können diese ganzen Hofstätten nicht aufsteigen. Das ist so dämlich. Wir sind da richtig schön gefangen momentan. Und ich hoffe, dass dieser Packeseltransport irgendwie funktioniert. Was wir jetzt aber auf jeden Fall machen, und da fühlen wir uns sehr, sehr heimisch, ist die Hofstätten anzulegen. Und wir denken schon noch ein gutes Stück hier rüber. Wir überlegen, wie wir das hier angehen, das Ganze. Wir könnten das hier so machen und gestalten. Mal etwas größer. Ja, dann setzen wir hier doch die nächste Möglichkeit hin. Können wir mal ein bisschen was bauen in Eichenhau. Ist alles gut. Verkaufen tun wir mal noch nichts. Wir könnten hier handeln. Frage ist, welche... Wo haben wir Stufe 2? Oder können noch auf Stufe 2 gehen? Hier. Hier ist Stufe 2 schon drin. Was fehlt uns denn da so als nächstes? Die Nahrung, Teil 3, Schuhe, Kleidung und Mäntel. Die kleine Steinkirche oder die Taverne. Ja, die Taverne ist das nächste. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Weg hier unten breit bleibt, aber wir das Zentrum irgendwie... Wie groß ist denn die Region? Ja, die ist halt riesig, ne? Wir engen uns hier hinten so ein. Ich glaube, hier kommt irgendwo die Taverne hin. Die setze ich jetzt einfach mal. Gerade überlegen. Hier kann die doch schön stehen. Hier ist sie schön gerade. Kann man mal schön hier hinsetzen. Damit es hier in Eichenhau zumindest ordnungsgemäß vorangeht. Schauen wir mal auf Sonnenquell. Wir pflügen, ackern und machen. Hier tut sich momentan gar nichts. Das ist echt ein bisschen blöd, dass die komplett die Felder sofort bearbeiten. Aber ich denke, während es in der letzten Folge ja Thema war. Hier ist jetzt die Brache. Da ist die Gerste. Weizen, Weizen. Das ist gut. Das hat sich durchgewechselt hier. Die nehmen alle an diesem Fruchtwechsel teil. Und dann sollte das eigentlich ganz gut klappen. Und ich denke schon darüber nach, weitere Felder zu setzen. Und ich glaube, das machen wir jetzt hier auch einfach mal. Gehen auf die Landwirtschaft. Setzen hier, glaube ich, mal... Ich glaube, ich mache mal ein richtig großes Feld. Weizen und Gerste. Wobei Gerste ist da hinten nur gut. Egal, wir müssen das ausnutzen. Können wir überlegen, wo der Weg lang geht. Hier hinten könnten wir lang. Dann ziehen wir das mal hier so breit auf. Das wird ein Riesenfeld. Das sind 3 Morgen. Wir hatten sonst immer nur so 1. Und da kommt dann irgendwann auch der Ochse dazu. Ah, ich will es noch nicht. Wir brauchen den Ochsen zu gegebener Zeit. Ne, komm, dann machen wir das nochmal hier. Ah, das ist halt eine super Ecke. Hier unten ist das Weizen nicht so gut. Gerste auch nicht. Da geht Flachs einigermaßen. Na komm, wir ziehen hier mal Flachs rein. So, dann gucken wir mal, dass wir hier sagen, das ist das Flachsfeld. Und das macht dann, glaube ich, nicht an der Dingens mit. Nee, Feldpriorität Mittel. Aber Flachs war hier in Ordnung. Dann das mal als nächstes. Gucke ich mal hier oben. Weizen geht hier ganz gut. Gerste, na, nicht so. Hier drüben die Ecke ist schöner. Ah, ein Feld setze ich noch. Ich will hier nur einen Weg zwischendurch haben. So, das hätten wir. Dann das Feld bis genau hier hin. Und dann gibt es wieder 1,0 Morgen. Und das ist ja einigermaßen perfekt. Und dann machen wir hier, wer wird das, eine Brache?
Ich glaube, das ist das zweite Gerstefeld. Und das nimmt am Fruchtwechsel teil. Und dann bin ich erstmal zufrieden mit dieser Ecke. Haben nochmal um zwei Felder erweitert. Das ist ruhig genug in meinen Augen. Und in dem Moment schalten wir zurück nach, jetzt mal gucken, nach Goldhof, oder? Oh, Leichen müssen bestattet werden. Na gut, das können wir jetzt hier noch nicht. Wir können nicht alles. Zwei Städten werden errichtet. Werden die auch mal errichtet? Ich glaube, hier die Hofstätte ist neu, ne? Welche Familie kann pausieren? Ich habe das Gefühl, dass hier die mal pausieren. Die machen irgendwie auch nichts mehr. Haben die genug Nahrung? Ja, Nahrung und Brennstoff sieht jetzt gut aus. Dann glaube ich, dass wir jetzt hier endlich mal die Arbeitslosigkeit, respektive die Obdachlosigkeit beendigen. Und dann noch eine Hofstätte mehr setzen. Nur schon mal für die Zukunft. Wir können hier sogar zwei setzen, das ist ein bisschen arg komisch. Nehme ich aber. Die Ecke nehme ich hin. Wird jetzt hier gebaut. Was macht der Ochse? Hier ist noch kein Holz. Der Winter naht, das ist okay. Obdachlosigkeit, Eichenhau, Hofstätte fertig. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Da kommt noch die Taverne und Co. Und wir gucken zum Abschluss dieser Folge, na vielleicht, weiß ich noch nicht, auch nochmal nach Abendrot, wo es 5 Monate lang Nahrung geben wird. Aber wir brauchen letzten Endes noch mehr Gemüse, ne? Aber da sind wir ja dran. Alles gut. Wir haben auch noch hoffentlich Platz in unseren Speichern. Ja, satt und genug. Guck mal, was wir da noch reinpacken können. Also da sollen die schon mal noch alle arbeiten. Und das machen die auch. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut hier hinten. Was mir immer noch nicht gefällt, ist die Taverne hier. Hatte ich schon mal thematisiert. Ich weiß gar nicht, ob diese oder letzte Folge. Brunnen ist zugegen. Gab es hier auf dem Markt nochmal neue Stände? Noch 2 Marktplätze. Ich glaube, da ist noch einer hinzugekommen. Hier fehlt die Tavernenstufe. Gerade mal gucken, ob wir hier irgendwo aufstocken können. Hier können wir auf Stufe 2 gehen. Dann können wir mal ein bisschen was bauen. Hier ist auch noch eine Stufe 1. Bedürfnisse erhöhen sich natürlich. Aber das passt auf jeden Fall. Wie sieht das jetzt hier mit den Schafen aus? Wir haben hier super viel Wolle. Schafzucht ist darauf und dran. Die arbeiten. Und hier sind die irgendwie auch am Weiden. Kann das sein? Gehört das dazu irgendwie? Ich weiß es nicht. Also hier funktioniert die Schafzucht auf jeden Fall. Hier sind aber auch noch Schafe, die warten. Also das muss ich nicht verstehen. 96% Zufriedenheit ist Wahnsinn. Wir gucken mal gerade. Es sind 68 Familien. 75-fach Wohnraum haben wir. 200 Bevölkerungspunkte oder Bevölkerungen sind da. 200 Bevölkerung, 200 Bewohner. Die Gesamtbevölkerung liegt bei 204. Ihr entschuldigt. So, jetzt bin ich zufrieden damit erstmal. Wie viele Schilde haben wir? 33 kleine. Sind die dann noch ausgestattet? Nee, warum nicht? Fehlende Ausrüstung. Warum schnappen die sich die denn nicht? Kann ich die Einheit entfernen? Die Fußsoldatenmiliz? Welche ist die Fußsoldatenmiliz? Das sind die Bogenschützen, Stangenwaffen, Speerkämpfer, Fußsoldatenmiliz. Neue Familie in Eichenhau. Eigentlich müsste das ja funktionieren. Dass die hier aus dieser Tischlerei diese Schilde bekommen oder werden die gehandelt? Nee, da habe ich nichts drin dergleichen.
Preise für Armbrüste sind deutlich gestiegen. Große Schilde geben uns fast gar nichts. Kriegsbögen sollten wir mal irgendwie ein bisschen nach außen geben. Weiteres Familienmitglied in Eichenhau. Da will ich auch nochmal hingucken. Nee, Eichenhau war es nicht. Eichenhau rentiert sich ja fast von selbst, aber das sind 6 Familien, die was tun könnten. Das ist relativ viel. Dann gucke ich mal gerade in die Auslastung. Hier ist das Jagdlager. Hier hinten ist halt ein Mega-Eisenvorkommen, was ich noch anschließen will. Ich glaube, das werde ich mal errichten. Abbaugrube für Eisenerz. Kein Vorkommen in Reichweite. Ja, dann muss es ja hier hin, oder? Sehe ich das richtig? Drehen das mal. Da setzen wir es hin. Und dann gibt es auch noch einen Weg dahin. Oh, das war durchaus knapp. Habe ich hier gar nicht gesehen. Ich glaube, das hätte sonst gemeckert. Ist jedenfalls meine Hoffnung. Dann den Weg. Ja, und dann ist die Frage... Dann setze ich hier, glaube ich, auch noch einen Weg durch. Und dann ist der Weg auch relativ kurz darunter. Weil hier geht es halt raus aus der Region. Und wenn die sonst den Weg nehmen wollen würden, dann müssten die hier einmal komplett außenrum. Es gibt noch gar keine direkte Verbindung. Nun denn, das dazu. Ja, da sind halt richtig viele Familien, die noch Platz haben, was zu tun. Holzfäller sind gut tätig. 17 Monate. Das ist Wahnsinn. Ich würde mir hier schon noch ein bisschen Gemüse übrigens wünschen. Habe ich noch gar nicht beachtet. Ich denke, da kommt es wieder zu meinen Lieblingshöfen. Frage ist, wo ich die hinsetze. Könnte ich mir auch gut hier unten vorstellen. Weiß halt nicht, ob das hier so klug ist, hier sowas zu bauen. Gerade mal gucken, bis wohin wir gehen können. Bis hier. Das ist doch super. Setzen wir direkt noch einen nebendran. Na, sollen die das mal da machen? Die sind ein bisschen abgelegen. Das wird mal ein bisschen ein Experiment von mir. Wie man das so ein bisschen abseits gebrauchen kann. Beziehungsweise wie das dann verwertet wird. Oh, hier wird Gerste angesetzt. Oder gesät. Boah, 2 Monate Nahrung nur. Oh, das ist aber ein bisschen knapp. Wir haben nur Beeren. Nur 71. Oh, das ist zu wenig. Aber wir werden hier massive Probleme bekommen, wenn nicht irgendwie bald die Windmühle anfängt. Wir haben das Bauernhaus. Die Problematik ist, also braucht hier irgendjemand noch eine Ansage? Müssen wir das aktivieren? Das ist die nächste Frage hier. Muss ich aktivieren, dass hier Korn gedroschen wird? Es muss ja keine Reserve bleiben. Also mal gerade überlegen. Gehen wir gerade in die Industrie. Gerste wird zu Malz. Ist der Lebensmittelkarren? Ist der Marktplatz? Ich glaube, wir gehen nochmal auf die Landwirtschaft. Also Mehl wird genutzt, um daraus Brot zu machen. Und Korn wird zu Mehl. So, wir haben hier Weizen. Was macht denn das Bauernhaus letzten Endes? Von hier aus werden die Bewohner als Arbeiter auf den nahen gelegenen Feldern eingesetzt. Nach der Ernte werden die Feldfrüchte hier transportiert. Anschließend dreschen die Bauern den Weizen zu Korn. Ja, dann sollen die das mal machen, um Himmels Willen. So, von Korn. Reserve. Also ich klicke das jetzt hier mal an. Ein Limit brauchen wir nicht.
Wir machen Korn und Mehl. Und jetzt gucke ich mal, ob die hier was tun. Die warten. Weil wenn die das gemacht haben, kann hier im Gemeinschaftsofen natürlich produziert werden. Mehl und Brot. Ja, 2 Monate ist schlimm. Ah, da muss ich mich nochmal zwischen den beiden Folgen jetzt hier einlesen. Dringend. Ich pausiere das Spiel. Gebäude ist fertig. Die Hofstätte. Besorgt Brennstoffvorräte. Das ist nicht das, was ich will. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Sonnenquell droht zu verhungern. Das können wir nicht zulassen. Auf keinen Fall. Werden wir auch nicht. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.